Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate Enhanced Edition. Wir sind in der Gnollfeste. Das Gebiet hier unten habe ich ja erkundet, das wisst ihr ja. Da waren ja nur ein paar Höhlen und ein paar kleine Tierchen, die ich bekämpft habe, ja. Diese Xfat-Kobolde oder was immer das waren, ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute noch nicht so genau, so muss ich sagen. Aber jetzt geht's in die Gnollfeste, denn wir müssen ja Minsks Partnerin befreien. Oha, das sind ja schon die ersten Gnöllchen. So, ja, geht mal vor, du bleibst hin. Du bekommst ein Ziel, du bekommst ein Ziel und du gehst hier hin. Uns kann eigentlich überhaupt nichts passieren, denn wir haben Bo mit dabei. Und Bo ist so der awesome Killer-Hamster. Ich müsste aber mal wieder in die Stadt filmen gerade ein. Die ganzen Sachen zu identifizieren. Ach, ihr werdet doch treffen dazu fünft, oder? Ach, das ist eine Gnoll-Elite. Und wo denn nachher? Oh! Da fliegt das Zeug. Nice. Wir brauchen ein Schwert, Schutz vor dem Bösen. Und ein wenig Gold. Wie steht's eigentlich mit den Waffen meiner Leute? Du hast zwei. Du hast auch zwei. Du hast die ganzen Spells mit dabei. Du hast den neuen Spiel aus Pfeile dabei. Die gibst du mal ganz fix im UN. Minsk, wie sieht's bei dir aus? Du hast auch noch Munition, mehr oder weniger. Da darf ich bald mal wieder nachrüsten. Ich sehe schon. Was habt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Wenn ich wieder in der Stadt bin, dann muss ich unbedingt Pfeile kaufen. Hier ist nichts mehr. Wird hier mal ordentlich ausrichten hier. Ja, das ist das Problem mit der Gnollfeste. Hier ist so wenig Platz zu kämpfen. Positionierung ist so dermaßen wichtig. Da sehen wir schon die Außenwand der Burg. So. Ich weiß, dass es da drin wimmelt vor den Viechern. Das weiß ich noch. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Da geht's wieder raus aus der Map. Ich muss erstmal den Eingang finden. Der ist nämlich gar nicht so offensichtlich. Ich weiß gar nicht, wie man da reingekommen ist. War das von oben? Ach nee, wahrscheinlich von hier. Ja, hier können wir nur die Außenwand betrachten. Schön mit Moos überzogen und sowas. Nee, hier bin ich falsch. Ich muss tatsächlich hier unten lang. Der muss nicht lang, genau. Oh, wo kommt ihr jetzt her? Genau, nicht so viel reiten und mehr kämpfen. Knolltöter, Knolltöter. Jetzt bin ich natürlich genauso richtig schön auf dem Präsentierteller, dass mir das überhaupt nicht passt, wenn ich ehrlich bin. Wer bist du? Du bist Kavit. Ah, der geht auf Imoen. Okay, solange man die Margaret ignoriert, soll mir das recht sein. Das war jetzt eine blöde Situation für mich. Da bin ich ja so blöd dagestanden. Das ist ja ekelhaft. So. Das ist auch so eine Sache, man sollte nie seine Partie unbeaufsichtigt lassen. Ja, ihr habt gesehen, hier können wieder Monster auftauchen. Passiert zwar sehr, sehr selten, aber es kann passieren, dass das passiert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Tja, dann begebt euch mal hier nach unten. Immerhin ist schon ein bisschen angeschlagen, das gefällt mir gar nicht. Minsk hat auch nicht so viele Hitpoints. 65 gibt es null. 65 Erwartungspunkte, das ist echt nicht viel. Na gut, wir werden schon irgendwann mal wieder Level-Up haben, denke ich mal. Hey, noch mehr Gnolle. Ja, was wollt ihr? Genau das, was ich brauche, schon immer wollte. Mehr Gnolle! Na, gerne nach hinten bitte, danke. Khalid hat es ziemlich erwischt. Ich tue mein Bestes.
So, wie sieht es denn eigentlich aus mit Heilzauber? Habe ich da was? Hand auflegen. Kalib, du bist verletzt. Wo ist Shahira? Du müsstest ja auch irgendwo in der Menge stehen. Genau, du hast zwei Heilspells. Gib mal einen an dich. Selber heilen ist wie selber befummeln. Nur ein bisschen anders. Macht aber beide Spaß. Kennt ihr vielleicht? Ja, dann sind wir wieder total... Ja, nicht ganz. Kalib ist noch angeschlagen. Dem fehlen 7 Lebenspunkte. Oh, das soll mich jetzt nicht stören. Das heißt, ich habe jetzt gar keine Heilspells mehr, oder? Ihr genau. Braucht meine Hilfe? Hä? Was wollt ihr? Wir hochmarschieren. Aber solange ich Immornen und Minsk dabei habe als Sternkämpfer, ist das eigentlich eine runde Sache, würde ich meinen. Da kann mir gar nicht so viel passieren. Ihr seht, ins Kreuz geschossen, passt. Shahira bekommt ziemlich viel ab. Habe ich nicht noch irgendwo Heiltränke? Tja. Gib ihr mal die Heiltränke, damit sie sich ein bisschen heilen kann. Was habt ihr die gemacht? Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob Shahira andere Rüstungen tragen kann. Bin ich total überfragt im Moment. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie da noch irgendwas anderes tragen kann. Und wieder bekommt Shahira eine ins Gesicht. Das gibt's doch nicht. Ah, die gute Frau ist fast tot. Fernkämpfer, ho! So gut wie erledigt. Und wenn ich keinen Erfolg habe, man kann's. Das war's, Leute. Was heißt denn das war's, Leute? Ich glaube, dass du spinnst. Ich werde Shahira mal ein bisschen zurückhalten. Die ist nicht gerade gut gegen Knolle, das muss ich jetzt schon mal sagen. Allgemein im Nahkampf, die ist nicht gerade die Beste. Also hier sind wir hochgelaufen, wunderbar. Ich bin gar nicht sicher, ich glaube, die ist irgendwo hier oben, die gute Frau. Was habt ihr dieses Mal? Ich kann euch nicht... Ja, bleibt mal da hinten auf den Stufen, bitte. Positionswechsel. Ja, die vier können das auch managen, das ist kein Problem für die. Ja, was wollt ihr? Wunderbar, und schon sind wir genau an dem Ort, wo wir hin wollen, nämlich die Fütterungsgrube oder die Fütterungsgrube, wenn man immer das mal nennen mag. Ich glaube, es ist eine Fütterungsgrube. Ein kleines Gefängnis hier. Was habt ihr dieses Mal für mich? Bin euch weit voraus. In diesem Loch, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich kümmere mich. Und da kommt die Schwierigkeit. Ich bin dieses Gebiet damals nämlich 5 bis 10 Mal abgelaufen. Null Häuptling. Weil ich habe nämlich nicht gesehen, da ist nämlich jetzt noch ein zweites Loch rechts. Und ich zeige euch nämlich dann genau das, was ich nicht gesehen habe. Da steht nämlich unsere Zielperson drinnen. Wenn man es so nennen will, und die steht da so blöd unten im Schatten, dass man die überhaupt nicht sieht. Oder fast nicht sieht. Ja, haltet es auf. Das da. Veteran. Jetzt aber. Khalid hat ziemliche Probleme, wie ich sehe. Nein, Shahira, du bleibst hinten. Okay. Ich muss da gerade ein bisschen was managen. Ja, wir kommen da voll ein in den Latz. So muss das sein. So. Die haben alle nur ein Gold dabei. Das ist echt schlimm. Du warst der Anführer. Du hast zumindest noch eine Halskette dabei. Ah, fuck. Hier ist der Anführer. Okay, ich nehm's zurück. Du bist der Anführer. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Ja.
Weglaufen, umdrehen und ins Gesicht schießen. Nein, du bleibst hinten, habe ich gesagt. Du bist so stark, dumm, ey. Geh dann zurück. So, das auf Chihiro abgesehen, das gibt's doch nicht. Tötet es mit Feuer, bevor es Eier legt. Oh, das war eine gute Tötung. Den die ganzen Röckchen noch durch die Welt. Eieiei. Ja, die intelligentesten sind meine Leute ja nicht gerade, ne? Engelshautring. Hört sich doch schon mal interessant an, wenn ich meine. Gut, dass wir alle kurz vorm Grippieren sind. Das finde ich schon mal. Supi. Supi. Nee, dann stinkt nochmal der Ring. Okay, wir sind alle kurz vorm Tod. Aber hey. Was soll's? Wir sind Helden. Ja, eigentlich sind wir nur Abenteurer, aber egal. Tja. Wunderbar, die gute Frau müsste jetzt in einem dieser Löcher sein normalerweise. Da kann man nämlich runtergehen. Das sieht man so gar nicht. Da ist sie. Seht ihr, wie einfach man die gute Frau hier übersehen kann? Also wenn ihr hier nicht runtergeht, dann werdet ihr sie nie finden. Nie. Das ist mir nämlich gegangen. Ich habe die Frau nämlich nie gefunden. Ich danke euch für meine Rettung. Es war mutig von euch, jemanden wie Minsk in die Schlacht zu folgen. Wenn auch ein wenig unbedarft. Ich besitze nichts, was ich euch zum Lohn geben könnte. Außer meinen Beistand im Kampf. Vielleicht kann ich ja eine Weile mit euch ziehen, auf das ich eine Gelegenheit finde, um meine Schuld zu begleichen. Minsk ist, nun ja, Minsk. Aber immerhin ist er ein tapferer Kämpfer. Wohingegen ich in den Zauberkünsten bewandert bin. Wollen wir uns zusammentun? Ihr seid bei mir willkommen, man kann nie genug Freunde haben. Ihr habt jetzt bloß fertig gebracht, von diesen Viechern geschnappt zu werden. Wir wurden zur nächtlicher Stunde überfallen. Minsk wurde von einem Hieb auf den ohnehin schon angeschlagenen Kopf getroffen. Und mich haben sie fortgeschafft, ehe er wieder zu Besinnung kam. Zu zweit waren wir machtlos gegen den Angriff. Gewiss, wer es unser aller Sicherheit zuträglich, wenn wir uns zusammentäten. Was haltet ihr davon? Ich zweifle nicht daran, dass ihr mir interessante Reisegefährten sein werdet. Tada! Und schon ist sie leider aus dem Team raus. Wunderbar. 800 Ding hat's, Erfahrung hat's gegeben. Anscheinend habe ich unsere Freundschaft falsch eingeschätzt. Wenn ihr bereit seid, euch zu entschuldigen, findet ihr mich im freundlichen Arm. Ach, jetzt sei doch nicht so. Hat nichts mit der Freundschaft zu tun oder sowas. Aber du bist halt einfach unfähig. Vielleicht werden wir uns wiedersehen, Nira. Vielleicht. Aber ich glaub's nicht. Ihr habt gerufen? Eigentlich hätte ich erst Nira ihr Zeug abnehmen sollen, ne? Wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Lasst mich nochmal quicksafen. Ladida. Ladida, ich nehme sie jetzt aus. Because I'm awesome. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Bla bla, geschnappt zu werden. Und willkommen in meinem Team. Nira, du bist raus. Und nein, ich entschuldige mich nicht bei dir, weil das muss nicht sein. Ich habe dich gerettet. Also sei gefälligst lieb zu mir. So. Wenn ihr bereit seid, euch zu entschuldigen, findet ihr mich im freundlichen Arm. Sie ist sogar ein bisschen verwundet, sehe ich gerade. Kann sie das identifizieren oder angucken? Nee. So, du bekommst erstmal ihre schmucke Robe, dann siehst du ein bisschen besser aus. Und den Stab bekommst du natürlich auch. Wunderbar. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du überhaupt für eine Klasse bist. Du bist Taumaturg. Okay. Stufe 1 natürlich. Hm.
Das ist natürlich die Frage, was kannst du denn eigentlich alles? So wie es aussieht, nix, weil du hast keine Spells auf Lager. Ach du Kacke. Das ist ja super, ne? Jetzt stehen da natürlich noch Gnolle. Na komm, schieß ihn nieder. Jawohl, geht doch. Ich hoffe jetzt mal, dass Rast hier keine blöde Idee ist. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Ich stelle mich mal hier ins letzte Eck. So, Minsk muss jetzt total happy sein, dass ich seine Freundin da wieder befreit habe. Nee, was war denn Rasten für ein Knopf? Ach, ich mach's einfach übers. Ich mach's einfach übers UI. Ja, übers UI, passt schon. Ihr habt 8 Stunden geruht, das langt aber noch nicht. Werft keinen Blick zurück. Ihr träumt nicht oft. Doch heute Nacht seht ihr die Traumbilder besonders klar. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und steht jetzt wieder vor den Mauern von Kerzenburg, eurer einstigen Heimat. Doch das Tor ist verschlossen und verriegelt. Über der Burgmauer seht ihr in eurem ehemaligen Zimmer eine Kerze brennen. Doch als die Flamme erlischt, wird auch das Fenster von den Mauern eurer einstigen Herberge verschluckt, so als ob sie sich gegen euch verschworen hätten. Der Klang einer euch wohlbekannten Stimme schreckt euch auf. Doch sie ist ruhig und zärtlich. Du kannst nicht zurück, mein Kind. Du musst deinen Weg fortsetzen. Vor euren Augen erscheint Gorion. Und obwohl sein Anblick eine beruhigende Wirkung auf euch haben sollte, scheint euer Ziehvater nur ein Schatten seiner selbst zu sein. In eurem Traum wie auch in Wirklichkeit ist Gorion tot. Der Geist eures Ziehvaters zeigt in die Dunkelheit des Waldes. So als ob dieser einladend auf euch wirken sollte. Vielleicht ist er das in gewisser Weise auch. Doch eine beschwerliche Reise steht euch bevor. Gerade als euch dies durch den Kopf geht, seht ihr aus dem Augenwinkel, wie ein ebener Weg deutlich Gestalt annimmt. Er scheint wie für euch gemacht zu sein und verspricht ein schnelles Entrinnen aus eurem bisherigen Leben. Ihr verspürt einen unwahrscheinlichen Drang, ihm zu folgen. Es könnte zu eurem Besten sein, doch es ist ein wenig zu einfach für euren Geschmack. Ihr möchtet nicht ewig über den erlittenen Verlust trauern, doch möchtet ihr ihn auch nicht ganz aus eurem Gedächtnis streichen. Gorion lächelt euch zu und verschwindet. Der Drang wird zu einem regelrechten Zwang. Ihr könnt ihm jedoch widerstehen und geht festen Schrittes in eure neue Richtung. Dieser Weg ist zwar weniger deutlich erkennbar, doch auch nicht weniger interessant. Als ihr euch auf den Weg macht, drängt ein bruchstückhaftes, dumpfes Flüstern an euer Ohr. Worte, die ihr nie zuvor gehört habt. Es wird euch eine Lehre sein. Ihr werft keinen Blick zurück. Wow, das nenne ich Albträume. Lord Xena erwarb besondere Fähigkeit, leichte Wunden heilen. Was habt ihr dieses Mal für mich? Jawohl, immer wenn wir Albträume haben, werden wir stärker. Ja, was wollt ihr? Was das genau zu bedeuten hat, kann ich euch nicht sagen. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir hier überfallen werden. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, das war ein geiler Schuss. Nicht nachlaufen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Okay, das ging doch wunderbar. Ah, die haben einfach mal so 15 Gold dabei. So, hier liegt auch noch einer. Was hast du denn jetzt alles? Du hast magische Geschoss 2. Wunderbar. Und Gift verlangsamen. Das sind so Fähigkeiten, die brauchen wir in naher Zukunft sowieso. Deswegen ist es sowieso von Vorteil, dass ich diese gute Frau mitnehme. Und hey, ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, dass ihr Minsk in der Gruppe habt, ja?
Und wie ich schon mal gesagt habe, in Minsk ist einfach awesome. Da kann man einfach nichts dagegen sagen. Minsk ist einfach ein super cooler Charakter. Man hat einen Hamster dabei. Was will man mehr? Wurde zwischen die Augen geschossen, so wie ich das gehört. Tja, das bedeutet, wir haben hier nur noch dieses kleine Eck, dann ist die Burg komplett erforscht. Auf jeden Fall wird das jetzt unser Team sein, das ich auf diese lange Reise mitnehme. Ich, Khalid, Shahira, Imoen, Minsk und die gute Düna hier. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht. Aber ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg. So, hier runter. Auch immer wieder schön zu sehen, dass jeder seine eigene Farbe hat. So, einfach mal ein Stückchen weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was war oder ob das alles ist. Ich sehe gerade nur wieder die Hälfte des Bildschirms. Das ist ein bisschen blöd. Supi Chahira, wirklich toll. Wisst ihr was? Geht alle hier wieder nach oben, lockt sie rauf. Da macht sie alle nach dem anderen platt. Du bist ja ein komischer Kauz. Was habt ihr dieses Mal? Mit Chahira automatisch hinläuft. Jetzt weiß sie eh schon, dass sie keine Chance hat, aber sie macht es trotzdem. Vielleicht sollte ich ihr den Speer wegnehmen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich bin auch schon wieder ein bisschen überladen, wenn ich mir das Gewicht so ansehe. Aber er ist ein Wunder bei dem ganzen Schund hier, was ich da mitnehme. Ich bin froh, wenn ich wieder in Nashkill bin, das sage ich euch, damit ich da mal ein bisschen Zeug verchecken kann und identifizieren kann. Und hast du nicht gesehen? Oh mein Gott, da sind noch mehr von denen. Na, wo bleibt der Rest meines Teams? Du stellst dich mal hier hin. Frohlockend am Feind vorbeischreiten, natürlich. Nimm mal jeden über Kreuz schießen. Sehe ich das richtig, dass mein Schwert zerbrochen ist? So ist es, aber ich habe noch ein Bastardschwert dabei. Du, glaube ich, hast auch noch ein Bastardschwert. Nee, es ist ein Langschwert. Gut. Dann plündern wir die noch ganz fix und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Baldur's Gate Enhanced Edition. Dann gucken wir nochmal eine Etage tiefer, nämlich hier unten, was hier noch ist, und dann geht's wieder zurück nach Nashkill und dann machen wir die Sache mit den Eisen in der Mine von Nashkill, weil ihr wisst ja, Eisenknappheit ist vielleicht ein bisschen schlecht für Abenteurer. Und ja, ich bin euer Zarkon und ich sage mir mal stay tuned and so long.